Als erstes werde ich euch zeigen, wie ich meine Pflanzkästen befülle. Ich habe jetzt erstmal die restliche Erde in meinem Sack aufgelockert und schön die Klumpen klein gemacht, dass ich eine schöne, lockere, feinkrümelige Erde habe. Und die werde ich jetzt erstmal einfach hier schon mal mit Sand vormischen. So bleibt die Erde ein bisschen lockerer und sie bekommt auch Mineralien, die sonst in der Erde nicht enthalten sind. Man kann das gerne im Verhältnis 2 Drittel Erde, 1 Drittel Sand machen, so in etwa. Und das mische ich jetzt einfach richtig gut durch. So, und jetzt seht ihr, habe ich hier eine schöne sandige Erde. Und die bringe ich jetzt in meine Pflanzkästen. Ja, also mein erster Pflanzkasten ist gefüllt. Ihr seht, ich habe das schön bis oben hin voll gemacht. Ja, und das gleiche mache ich jetzt auch bei den anderen. Als nächstes zeige ich euch, wie ich meine Eimer befülle. Ich habe die alle auf die Untersetzer gestellt. Wie gesagt, alle haben unten ein Loch bekommen, damit das Wasser abfließen kann. Und ich habe mir hier 4 Scherben organisiert. Tonscherben, man kann Stein nehmen oder was auch immer. Die lege ich auf das Loch drauf, damit nachher nicht die Erde rausrieselt, sondern im Eimer bleibt, aber das Wasser kann natürlich weiterhin ablaufen. Und jetzt kann ich die Erde reinmachen. Ja, und hier gibt es einen besonderen Trick, und zwar füllen wir gar nicht den Eimer komplett. Bei den Kartoffeln ist es ja so, dass sie gehäufelt werden, und das machen wir im Eimer genauso. Und fülle einfach so 3 oder 4 Schaufeln Erde hier rein. Ich mache meine 5. Das reicht, dass der Boden schön bedeckt ist. So, also die Kartoffeleimer sind ja alle nur leicht gefüllt, und den Palmkohleimer, den machen wir jetzt aber mal richtig voll. Da mache ich mal einen Stein drauf, damit auch da die Erde nicht rausbröselt. Auch hierfür nehme ich die Erde, die ich mit dem Sand gemischt habe. So, ich lasse mir noch einen kleinen Rand zum Gießen, dass es nicht dann gleich überläuft, aber so voll mache ich das für den Palmkohl. Was ich jetzt mache, ist, dass ich die Erde noch mal schön feucht mache. Ich nehme dazu hier meine Gießkanne mit Brause, und mit der sorge ich einmal dafür, dass einmal schön die Erde durchgewässert ist. Und auch bei den Kartoffeleimern mache ich die Erde ein bisschen feucht. So. Nicht so viel. Und auch hier lasse ich dann das nochmal angucken.